So Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Und wir starten mal wieder mit der gleichen Mission, mit der wir im letzten Part aufgehört haben und die wir im letzten Part leider verkackt haben. Und zwar, weil wir sie komplett nochmal machen mussten, weil wir die Flucht nicht geschafft haben am Ende. Und ja, das meinen die wirklich ernst. Man muss, wenn man die Flucht bei dieser Mission nicht schafft, die komplette Mission neu machen. Und nein, Leute, ich habe keine Ahnung, wieso man sowas tut, wie man so ein Unmensch sein kann. Okay, den haben wir jetzt auch bekommen. Ist da noch jemand? Ja, da drüben. Hallo? Eigentlich noch einer? Da wollte sich einer verstecken. Da wollte sich der Mistkerl wirklich verstecken. Da habe ich ihm aber mal einen kleinen Schlag auf den Hinterkopf gegeben, damit er mal wieder ein bisschen nachdenken kann. Kunstvoller Silberring. $4.600. Nice. So, und dank dem Ende des letzten Parts wissen wir ja auch, wo wir gleich hin müssen. Glücksspiel, Erpressung, Gras, noch mehr Kokain. Nam? Ja. Super. Finde raus, wer sich Horatio geschnappt hat. So, und gleich müssen wir hier drüben ihnen ihre kleine Drogenanlage abbrennen. Die Teskas sollen wissen, dass ich komme. Steck was in Brand, Mann. Yeah, ich fackel das Gras ab. Ist gleich hier. Die verwenden ein illegales Pestizid. Ist in großen Mengen extrem entzündlich. Ich leite einfach das Pestizid in die Bewässerungsanlage. Überschwemme das Gras damit und zünd es an. Viel Spaß damit. Los geht die Show. Und ich fliehe dann mal. Gut, das sollte ihre Aufmerksamkeit erregen. Jetzt hau ab. Wir checken die Daten und ermitteln das nächste Ziel. Shit. Kann man sich nicht einmal im Wagen verstecken, wenn man es nötig hat? So. So, Leute, ich hoffe, man macht mir diesmal die Flucht leichter, weil wie gesagt, es ist schon der zweite Try und ich will erst, ehrlich gesagt, nicht die Mission 500 Mal machen, danke. Ja, dann hat es doch im Ganzen nur 4 Minuten gedauert, aber ehrlich gesagt, reichen die mir auch schon. Ach, da ist das Ganze jetzt erst vorbei. Ich habe gerade gedacht, warum startet der nächste Teil der Mission nicht? Denn ich vermute, diese Hauptmission wird sehr lange gehen, weil Marcus wird, so wie ich ihn, wie ich seine Reaktion erwarte, nicht einfach aufgeben. Jetzt müssen die Pisser, dass wir sie jagen. Jetzt will ich ihnen richtig wehtun. Wir sind dabei. Die verschiffen gerade eine Riesenladung Kokain. Ist auf der Karte markiert. Vernichte das Koks. Das wird den Teskas wehtun. Eins kann ich euch sagen. Das ist eine 2 Minuten höchstens Mission. Wenn man die Drohne hat. Ohne Drohne sitze ich da wahrscheinlich ungeschnitten 3-4 Parts dran, geschnitten für euch
den Rest dieses Parts. Trotzdem, warum? Warum? Hey, was zu sehen? Schön, dich zu sehen, Retro. Du weißt, die ganze Dead-Sack-Community steht hinter dir. Alle mochten Horatio. Das ja, klar. Wirst du sicher zu schätzen. Der ist ja was auch ist ein echt los? Netter Typ Hab gewesen. Ich in die Kamera gehackt und ein paar Stunden zurückgespult. Man sieht, wie die Tescars Kisten auf das Boot laden. Da sind eine Menge Typen mit Knarren. Wäre auch sonst so einfach. Ja, wollte ich gerade sagen. Viel Glück, Retro. Und jetzt kann ich euch gleich zeigen, wo man mit der Drohne da reinkommt. Da. Leute, man fliegt hier mit der Drohne rein, legt dann zwei Sprengladungen ab, geht dann ein paar Meter weiter, legt nochmal Sprengladungen ab und die Mission ist geschafft. Und jetzt mal kurz zum Vergleich, wie man das so macht. Ich habe keine Ahnung. Und ich muss mal kurz im Skillbook gucken, beziehungsweise hier im Forschungszweig insgesamt. Basteleien. Hab ich die jetzt schon? Hab ich die schon bei meinem Jumper? Ja, ich hoffe es einfach mal. Oder? Weiß es nicht. Ach, ich komme hier auch so rein, aber wahrscheinlich nicht wirklich gut. Versuch's natürlich trotzdem. Ah, okay, hier komme ich hin. Ja, okay, dann ist das Ganze mit dem Jumper wahrscheinlich auch möglich. Alter, ist der Jumper geil. Hey, werden sauer sein. Komm noch drei. Hey, yo, wir haben hier einen ungewöhnlichen Gast. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu mir. Hey, wir müssen uns mal unterhalten. Gebadle, ich hab die Sau. Was? Du wurdest verhaftet, in Anführungszeichen. Leute, das sind illegal agierende Mistkerle. Die können dich nicht verhaften, Markus. Sauer sein. Komm noch drei. Nein. Shit. Ich? Nein, ich bin ein unschuldiger Passant. Vernichtet. Jetzt noch zwei. Gott sei Dank habe ich diesmal den Jumper rechtzeitig zurückgerufen bekommen. Ich habe nämlich immer noch ersichtlich wenig Bock darauf, den Jumper jedes Mal neu aufladen zu müssen. Okay, das nächste Teil ist da hinten. Ach, das ist ja easy. Das ist ja easy. Erstes Ziel erledigt. Bleibt noch eins. Der gerade gesagt, erstes Ziel erledigt, es bleibt noch eins.
Da habe ich mich da einfach nur komplett verhört. Und ich glaube, ich komme da nicht mit dem Jumper hoch. Oder nur sehr, sehr, sehr schwer. Nee, hier war ich ja auch schon. Mit dem Jumper komme ich hier nicht hoch. Das ist blöd. Oder ich vermute mal nicht, nee, das geht nicht. Auf Leitern springen. Schade. Oder? Nee, das ist leider ein nicht betretbarer Schacht. Sekunde, eine Sache interessiert mich jetzt aber noch. Und ich weiß, dafür ist es nicht der richtige Zeitpunkt gerade. Der Speed Boost hier. Ja. Und die Sprunghöhe, aber kann ich mir momentan nicht holen. Deswegen holen wir jetzt hier mal nur das mit der Geschwindigkeit. Okay. Shift brauche ich dafür. Sprich, wenn ich es auf diesen Teil da drauf schaffe, schaffe ich es eventuell auch nach oben. Nein! Nein! Hast du gerade gesagt, was kann ich dir nicht sagen? Binde den Malikon. Das ist der Boss Sauer. Doch, da käme ich hoch. Oder? Habe ich mich da jetzt versehen oder komme ich da jetzt doch hoch? Also hier komme ich doch rein. Ach nee. Das ist eins unten drüber. Ich muss in dem Fall wirklich mit Markus hier rein, wenn ich nicht die Drohnen habe. Shit. Wie soll ich da mit Markus reinkommen? Leute, schaut euch mal an, wie viele Peskes das sind. We'll be right back.
gehst mal telefonieren eine Runde. Los, 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 Marcus. Findet den scheiß Puto! Und gesamte Kokainlieferung zerstört. Die wissen jetzt, dass wir es ernst meinen. Verzieh dich mal lieber. Andale, findet den Puta. Hey, Markus, dieser Chingado will einfach nicht abkommen. Chit, 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 chit. Geh durch den Hintereingang. Steckst du dich Puls an? Over 9000 gerade. Danke. Das habe ich gerade gut gebrauchen können. So. Na toll. Na toll, das kann jetzt wieder mal eine jahrelange Verfolgungsjagd werden, die am Ende sowieso scheitern wird. Kann ich euch prophezeien. Auto auf Abruf. Was zur Hölle? Das ist in Realtime? Shit. Ich hab gedacht, Auto auf Abruf würde auch alles angehalten werden und nur noch das läuft weiter. Das Auto ist mir. Sorry, brauche ich. Hab ich nötig. Hab ich wirklich nötig. Danke, Bro. So. PS, nur mal für die Leute, die interessiert, wie lange so eine Folge ungeschnitten ist. Jetzt sind wir schon bei 32 Minuten. Und noch kein Ende in Sicht. Das Ganze wird noch so lange dauern, bis ich geflohen bin. Und das kann bei meinem Glück noch ein gefühltes Jahrzehnt dauern. Oder auch nur ein paar Minuten. Und kann mich ein verschrottetes Auto kosten. Aber hey, ich lebe noch. Und bekomme ich schon neue Forschungspunkte? Nein. Die alten haben mir auch nicht wirklich viel geholfen, okay, die ich jetzt eben ausgegeben habe, aber egal. Die Horatio entführt und getötet haben, die als Nächste. Der Boss nennt sich Pablo der Häuter. Er versteckt sich irgendwo. Die anderen sind Luis, oh Gott, das wird schwierig. Huerta und Jorge Gutierrez. Sie treffen sich in den trockenen Kanälen, um über DedSec zu sprechen. Gut, die holen wir uns. Das wird was. Und schöne GIFs, die da laufen auf dem Taxi oben. Gloom. So, aber das ist jetzt erstmal egal. Das war's für heute mit Watch Dogs. Lasst mir ein Abo da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und tschüss.